Zum Geigenbau bin ich gekommen übers Cello-Spielen. Ich habe während meiner Schulzeit hatte ich Cello-Unterricht. Nach der Schule bin ich nach Stuttgart auf die Musikhochschule für ein paar Semester gegangen und habe dann gewechselt zum Geigenbau. Geigenbau ist ein Lehrberuf, also man macht die Lehre und kann das zum Beispiel an der staatlichen Fachschule in Mittenwald machen. Da war ich 3,5 Jahre lang. Das schließt man ab mit der Gesellenprüfung. Nach der Gesellenprüfung arbeitet man in der Regel noch einige Jahre in der Werkstatt als Geselle und macht dann irgendwann die Meisterprüfung. So habe ich es gemacht und ich bin jetzt seit über 40 Jahren selbstständiger Geigenbaumeister. Also ich habe mein ganzes Leben viel Musik gehört, auch ich habe auch sehr viel Musik gemacht früher. Ich habe in Orchestern mitgespielt. Also Musik hat immer eine Rolle gespielt für mich. Ich war viel in Konzerten, früher mehr als heute, aber ich gehe auch heute natürlich sehr gern ins Konzert. Ich finde, es ist sehr wichtig. Man hat sonst kein Gefühl für das Instrument. Ja, man kann das dann zwar handwerklich lernen, wie man eine Geige oder ein Cello baut, aber man weiß eigentlich nicht, was man getan hat. Die handgebauten Instrumente sind sehr teuer und die müssen auch gut klingen. Und das muss man wissen, was man da macht. Der Bau einer Geige nimmt circa 6 Wochen in Anspruch, wenn man 8 Stunden am Tag arbeitet. Cello ist etwas länger, 10 Wochen, kann auch mal 12 Wochen sein. Wenn man eine Geige baut, dann zeichnet man das Instrument zuerst. Und zwar ist wichtig der Umriss. Also wenn man Geige oder Cello von vorne oder Bratsche von vorne anschaut, diese Ansicht zeichnet man und macht nach der Zeichnung eine Schablone und nach der Schablone ein Formbrett und über dieses Formbrett biegt man dann die Zarten und es gibt am Korpus seine Form. Genauso zeichnet man die Schnecke in der Seitenansicht und macht auch da wieder eine Schablone davon und weiß dann, wie die Schnecke aussehen soll. Als nächstes macht man einen Sargenkranz, also die Seitenwände der Geige. Und wenn die fertig sind, fugt man Boden und Decke. Die Decke ist immer aus Fichte, denn Fichte, die im Gebirge langsam gewachsen ist, ist bei weitem das beste Klangholz. Die Zargen, der Boden und der Hals ist in der Regel aus Bergahorn und sticht dann erstmal sehr grob mit dem runden Eisen die Wölbung. Macht dann die Wölbung außen ganz fertig mit kleinen Hobeln, mit der Ziehklinge und wenn die Wölbung außen fertig ist, dann kann man es umdrehen und aushöhlen. Und wenn es ausgehöhlt ist und die Stärken der Boden- und Deckenplatte dann gut gemacht sind, dann ist die Boden und Decke fertig. Decke kriegt dann noch die F-Löcher und den Bassbalken eingepasst, dann kann man Boden und Decke aufleimen und der Korpus ist im Großen und Ganzen dann fertig. Danach macht man einen Hals, der wird geschnitzt und eingepasst, dann kommt das Griffbrett drauf, Steg, Stimme, Wirbel, dann wird das Instrument lackiert und ist fertig.